Wien am Freitagabend. Einer aus unseren Reihen ist nicht mehr. Aus traurigem Anlass daher jetzt eine Stunde in Memoriam unseres Kollegen Georg Holzer. Ja, guten Abend im Studio, mein Kollege Tommy Viterra, hallo. Hallo. Und Christian Ludwig, ja. Gemeinsam wollen wir uns an einen tollen Kollegen und auch ja, Freund erinnern, Tommy, der mal einen Seelentag nach schwerer Krankheit verstorben ist. Wir alle hier im Studio, ob Radio, Online oder Fernsehen, sind ja eigentlich fassungslos, genau genommen. Gedanken und Erinnerungen an Georg Holzer hören Sie in dieser Stunde von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, auch von Weggefährten. Und Musik war ja das Leben vom Georg. Und seine Lieblingsmusik werden wir in dieser Stunde sehr gerne für Sie spielen. Und ganz vorne in seiner persönlichen Hitparade, ich glaube, da waren wir uns alle ein bisschen einig. Auf jeden Fall. Das waren die Rolling Stones mit dem Titel Time is on my side. Eine Stunde, die wir uns gerne erspart hätten, aber die sich der Georg sehr verdient hat. Ich glaube, es war 2014, da waren die Rolling Stones zum letzten Mal in Wien im Stadion. Ich war dabei, du glaubst, du warst auch dabei. Und natürlich ja, Georg absolut. Holzer an vorderster Front. Also Georg Holzer ist verstorben, wir wollen ihm diese Stunde widmen. Und Tommy, es ist eigentlich fast unglaublich, wie viele Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Kreis so richtig fassungslos waren nach diesem Tod. Wir haben jetzt auch erst einmal den Teppich unter den Füßen weggezogen. Und das Zweite war dann, dass an dem Tag, wo wir es erfahren haben, pausenlos das Telefon geklingelt hat und Leute, die man schon auch teilweise Jahrzehnte nicht mehr gehört hat, die haben sich dann zu Wort gemeldet, weil sie eben auch den Georg kannten und gern gehabt haben. Also ich habe zum Beispiel auf Facebook nachgeschaut, da ist ja alles durch die Decke gegangen, zum Beispiel Sandra Klinkor. Als Sandra Winkler hat sie angefangen im Radio, damals noch bei drei, später auch bei Radio Wien. Und die hat sich erinnert an die ersten Tage vom Georg im Radio, 1989 war das und ich habe den wirklich toll empfangen, weil er so neugierig war und weil er so ein sturer Hund war, so ein bisschen wie, hat mir imponiert. Ja, stimmt, ja. Still, aber beharrlich, ja. Mhm. Ja. Er war auch ein großartiger, sage ich mal, nicht nur Radiokünstler, auch ein Fernsehkünstler. Ja, und da sind wir schon bei Wien heute, wo er ganz, ganz viele so Live-Einstiege von Konzerten und so weiter gemacht hat. Und ja, Sie werden es gleich hören, die Kollegin Elisabeth Vogel, hörbar betroffen. Georg war ein ganz besonderer Mensch. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist, aber ich habe viele, viele wunderbare Erinnerungen an ihn. Er war einfach ein ganz besonderer Kollege. Er hat so viel Gefühl für Musik gehabt. Musik war seine absolute Leidenschaft. Er hat wunderbare Beiträge gemacht. Er hat auch abseits von der Musik wirklich tolle Beiträge gemacht, war immer mit Leidenschaft dabei. Und ich erinnere mich an viele gemeinsame Arbeiten, auch am Donauinselfest. Und er war ein sehr fröhlicher, aber auch tiefsinniger Mensch und er wird einfach unfassbar fehlen. Es hat gerade über WhatsApp unsere Programmchefin geschrieben, Jasmin Dolati. Sie erzählt, dass er noch vor rund zwei Wochen aus dem Spital geschrieben hat. Auch sie natürlich schwer betroffen. Ja, und wir haben auch einen großartigen Kollegen, den Martin Lang, Sport, weil der Sport ja auch immer wieder ein bisschen mit Musik natürlich auch liebäugelt, der braucht immer gute Musik für seine Beiträge und der Martin hat immer geklopft oder klopft immer an unserer Tür und sucht sich eben den Ratschlag bei uns und da entweder ich oder vor allem der Georg sind ihm immer zur Seite gestanden. Für mich war der Georg mein Lehrmeister in Musikfragen aller Art. Was der über Musik wusste, national, international, über Ereignisse in den letzten Jahrzehnten, das habe ich leise bewundert. Und die lustig-intellektuellen Unterhaltungen, die ich mit ihm geführt habe, die werden mir sehr fehlen. Dabei hat der Georg ein sportliches Motto gelebt, nur nicht unterkriegen lassen, trotz vieler Widrigkeiten. Außerdem hatte er ein leises Faible für Rapid, habe ich aber auch erst 2016 erfahren, als er mit großer Leidenschaft eine TV-Geschichte für Wien heute produziert hat über den Räumungsausverkauf des altehrwürdigen Hanapi-Stadions. Vierte Schurle. Ein Rapidler, noch besser. Noch besser, oder? Ja. Ja, wir wollen auch die Lieblingsmusik von Georg Holzer heute spielen, haben wir versprochen. Ein Titel, da weißt du mehr darüber, von John Lennon. Ja, einer seiner absoluten Helden, muss man sagen. Und ich glaube, da treffen wir auch in seinem Herz voll ins Schwarze. Instant Karma. Eine Weltnummer von John Lennon. Wir spielen in dieser Stunde zum Gedenken an unseren Kollegen Georg Holzer. Seine Lieblingsmusik, Instant Karma, hat es geheißen.
Ja, Musikanten unter sich. Gerd Kolzer war ja auch ein begabter Gitarrist, muss ich sagen. Und auch unser Produktionschef Christian Hanack ist ja eigentlich Musiker, ne? Der war sogar beim Song Contest damals. Genau, Song Contest. Ein paar Tage her, nicht? Und natürlich auch er entsprechend erschüttert. Ja, auch ich bin ein Musikbegeisterter, vom Pop- und Rockwissen her natürlich weit entfernt von jenem, das Georg besaß. Ausgetauscht haben wir uns diesbezüglich aber gern. Was mir jedoch viel wichtiger ist als musikgeschmäcklerische Plaudereien, der Georg war immer ein Bescheidener und ein Gerechter. Einer, der es einfach gut machen wollte. Sich manchmal verrannt hat im Leben, wer übrigens nicht, und einer, der das dann erkannt hat, um sich wieder neu aufzustellen. Georg. Einer, der nie wen im Stich gelassen hat. Außer manchmal vielleicht sich selbst. Wir haben dich lieb. Ja, und große Liebe, das habe ich auch an persönlichen Gesprächen mit seinen Eltern mitbekommen, die hat er auch aus familiärem Background bekommen, der Georg, und mit seinem Vater, dem Heinrich, auch eine ORF-Funkhaus-Institution, hat er viel Theater gespielt, unter anderem auch im Meidling-Ensemble Der Spiegel, und da haben die beiden bei Stücken wie Die Pension Schöller, dann Molières Eingebildeter Kranker oder auch Im Jedermann von Hugo von Hofmannsthal gemeinsam auf der Bühne gestanden. Und mit dem Heinrich habe ich auch gesprochen, mit seinem Vater, und der sagt, eine Nummer, wenn du spielst, die solltest du unbedingt dabei haben, nämlich vom Herbert Grönemeyer, der Titel Der Held. Der Held, und das haben wir auch gemeinsam, weil Grönemeyer ist auch, glaube ich, unser gemeinsamer Liebling. Radio Wien am Freitagabend. Einer aus unseren Reihen ist nicht mehr. Aus traurigem Anlass daher jetzt eine Stunde in Memoriam unseres Kollegen Georg Holzer. Und das völlig zu Recht. Tommy Vitera im Studio, einer der engsten Kollegen von Georg Holzer. Ja, der Sascha Boktor, selbst auch ein Musiker, und seine Gedanken zum Georg wollen wir natürlich auch hören. Die waren ja ziemlich eng beieinander, auch hier wieder eine Art Musikerfreundschaft, muss man sagen, ja, nicht? Ja, genau. Bands, ja, der Georg Holzer und ich, wir haben einige Zeit lang recht nah beieinander gewohnt und uns da mehr abends in den Beiseln rundherum gesehen als in der Arbeit. Aber später haben wir dann auch beruflich viel miteinander zu tun gehabt, etliche musikalische Sendungen gemeinsam gemacht. Und beim Georg war immer alles so ein bisschen einfacher als bei anderen. Also eine Idee wird geboren, und während andere, mich durchaus eingeschlossen, noch überlegen, was da alles schief gehen könnte und wie mühsam das sein wird, hat es der Georg einfach schon in die Tat umgesetzt. In einer unserer Sendungen, erinnere ich mich, ist es einmal um ein Büchel gegangen, in dem Austropop-Songs mit Text und Akkorden notiert sind. Und da hat der Georg die Idee geboren, probieren wir das doch live aus im Radio, ob das so halbwegs stimmt, was da drinnen steht. Und noch bevor irgendwelche Bedenken geäußert werden konnten, sind wir schon gesessen im Studio. Er mit seiner Gitarre und ich am Piano, und wir haben live im Radio musiziert. Eine sehr schöne Erinnerung, die ich habe an ihn. Oder was ich auch noch gut in Erinnerung habe, war eine Sendung zum Tag der Schallplatte, wo wir tatsächlich ausschließlich Vinyl abgespielt haben. Das war eben auch nicht so einfach. Wir mussten damals in ein Extrastudio, wo es eben noch richtige Plattenspieler gegeben hat. Das musste alles organisiert werden. Das war durchaus mit Bürokratie verbunden. Also doch wirklich ziemlicher Aufwand. Aber der Georg hat eben wieder einmal nur geschmunzelt und wie so oft gesagt, das ist wurscht, das machen wir schon. Und dann sind wir in der Vorbereitung auf diese Sendung beim Georg in der Wohnung gesessen, inmitten seiner unfassbar großen Plattensammlung, und haben nach Schallplatten gesucht, die wir spielen können. Und sein Strahlen in den Augen jedes Mal, wenn er so eine Schallplatte in die Hand genommen hat, das werde ich nie vergessen. Georg, wo auch immer du jetzt gerade eine Schallplatte auflegst, mach's gut. Er wird ganz stolz herunterblicken hier in unser Studio. Für alle, die ein bisschen jünger sind, Schallplatten gab es noch Ende 80er Jahre, als Georg Holzer im Radio begonnen hat. Dann die CD und dann der Teufel, was diese ganzen modernen Tonträger, alles haben wir durchgemacht. Und ich weiß ein bisschen mehr zu der Geschichte, die der Sascha gerade erzählt hat, zu diesem Wohnzimmerbesuch. Da ging es auch um ein großartiges Pink Floyd Album, Dark Side of the Moon. Und daraus gibt es jetzt eine Kostprobe. Brain Damage. Eine Stunde im Memorial unseres wirklich rastlosen Kollegen Georg Holzer. Seit 10 Jahren ist es doch so, dass wenn der Herbst schön langsam Gestalt in der Stadt findet, er auch gleich Musikanten mitnimmt. Und Musikanten hat er, glaube ich, wirklich nicht nur viele, wahrscheinlich alle gekannt. Aber Tommy,
was wahrscheinlich kommender weiß. Er war auch etwas modebewusst, der Kollege Holzer. Ja, besonders eine liebe Kollegin von uns hat da eine gute Anekdote, glaube ich. Peter Reschek von unseren Nachrichten. Der Georg war bekannt für seinen eigenwilligen und auch sehr schicken Stil. Eine Zeit lang, das sind so 10, 15 Jahre her, da hat er meist so eine rote Samtjacke angehabt. Das hat so ein bisschen was gehabt von dieser Amadeus-Jacke, die der Falco anhatte. So eine Samtjacke, ein bisschen so wie Mozart hat er ausgeschaut. Und da ist er mal freudestrahlend von einem Event zurückgekommen und hat gesagt, Cordula Reier hat mir ein Interview gegeben, das ehemalige österreichische Topmodel. Mit den Worten hat sie zu ihm gesagt, ich gebe dir ein Interview, weil du ein Hübscher bist. Und das hat er so, das hat ihm so gefallen, dass er jetzt so richtig sein Strahlen und das tut mir in dem Moment auch gleichzeitig auch sehr weh. Uns auch, Peter. Uns auch, Peter. Aber der Georg ist wirklich bei den Damen gut angekommen. Und da haben wir gleich auch eine andere Kollegin vom Fernsehen, Susi Gizzi. Wohl wahr. Lieber Georg, du hast sie alle gehabt, die Stars, internationale, österreichische. Einfach Persönlichkeiten, wie du. Einmal hast du über ein Gedenken für Georg Danzer berichtet. Ambros, Schiefkowitz, Baum, Kolonowitz waren dabei und Kolonowitz sagte über Danzer, wir hatten viel Spaß, er war ein Bruder im Geist. Schurl, das trifft es. Du bist auch ein Bruder im Geist. Unverwechselbar, leidenschaftlich, gescheit. Du fehlst, Bruder. Susi Gizzi, deine Wien-Heute-Kollegin. Dankeschön, Susi Gizzi. Ja, wir kommen musikalisch, geht's weiter. Natürlich Georg Danzer und die Österreicher. Das war wahrlich eine Herzliebe, merkt man auch gleich am Titel von Georg Danzer. Georg Danzer, die Freiheit, auch einer, der leider viel zu früh verstorben ist. Aber wir kommen zurück zum Musiker, nicht nur Musikredakteur, zum Musiker Georg Holzer. Ja, und er hat ja seine Austropop-Helden wirklich hochleben lassen, hat immer wieder durch sie inspiriert selbst zur Gitarre gegriffen und in seinem ungemeinen Fundus an Songs, die er so im Kopf auch gehabt hat, geblättert und da ist er auch auf eine Ambros-Nummer gestoßen. Schau da an. Ja, Georg mit Ambros. Und fest sind wir benannt, heißt das, ja. Ja, und das Traurige eigentlich ist daran, dass Wolfgang Ambros die letzte berufliche Mission von Georg Holzer gewesen ist, nämlich als am Zentralfriedhof der Ambros himself ein Konzert gegeben hat und selbst den Zentralfriedhof hochleben hat lassen. Ja, das war einer der letzten Drehtage. Der Kameramann Stefan Gessel, glaube ich, hat das auch auf Facebook geschrieben, dass es wirklich eine tragische Ironie des Schicksals ist. Wolfgang Ambros, der Mensch in mir. Ja, auch in den Social Media Kanälen hat man über den Tod von Georg Holzer, unserem Musiker oder Musikredaktionskollegen, der am Dienstag nach schwerer Krankheit verstorben ist, natürlich nachgedacht. Ist mir aufgefallen, zum Beispiel einer unserer Ex-Kollegen im Radio und im Fernsehen, Peter Eppinger, tolle Stimme, daran konnte man so richtig wohlig baden, eine Stimme zum Wohlfühlen. In diesen Momenten des frühen Abschieds eines geschätzten Menschen stellt man sich die Frage, verdient eigentlich jeder Alltagsärger immer die ungeteilte Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich nicht, sagt Peter Eppinger. Haji Bankhofer, kurz und bündig, sehr kreativ, einfach ein Genie. Oder Kollegin Vanessa Kutzmich, Moderatorin und Coach Georg Holzer, ich bin geschockt. Und die Kronenzeitung Franziska Trost, so viele gemeinsame Reisen, so viele Konzerte, Interviews, Erinnerungen. Lieber Georg Holzer, ich kann es nicht fassen, rest in Rock'n'Roll. Ja, und natürlich, wir haben von der Musikszene gesprochen, die auch großen Anteil nimmt am Tod von Georg Holzer und einer davon ist Thomas Spitzer von der ERV. Den du kürzlich getroffen hast, der gerade ein Weihnachtsalbum der ERV vorbereitet. Was natürlich bleiben wird, ist, wenn jemand ein guter Mensch war, dann wird er halt länger in Erinnerung bleiben als ein schlechter und beim Georg Holzer, glaube ich, der hat also so gut wie keine Feinde gehabt, dafür einen guten Musikgeschmack. Und da kann ich nur sagen, die Jungen gehen's früher, die Trotteln bleiben, aber so ist das Leben. Ja, leider. Auch Willi Resetaritz hat viel mit dem Georg
Holzer zu tun gehabt. Viele Konzerte, er hat viele Musikprojekte und auch er hat sich es nicht nehmen lassen, ein paar Gedanken zum Georg uns mitzuteilen. Der Holzer Georg, ein stiller Mensch, zurückhaltend, überhaupt nicht aufdringlich und dennoch auch ein treuer Begleiter für viele Musiker, Bands und Kulturschaffende über die Jahrzehnte. Und das hat, glaube ich, bei den Ostbahnkonzerten begonnen und ist dann auch weitergegangen beim Stubenblues oder anderen Projekten von mir. Ich habe mich gefreut, wenn man gesehen hat. Immer freundlich, zurückhaltend, ein lieber Mensch, glaube ich. Radio Wien am Freitagabend. Eine Stunde in Memoriam. Georg Holzer. Ja, Georg Holzer. Und die Musiklegenden, müssen wir die Kurve kratzen vom Kurt Ostbahn zu den Beatles natürlich. Ja, aber als Kind, das hat man auch dem Georg, sein Vater, der Heinrich, verraten, hat der Georg ganz anderes gehört, nämlich ist mit Mary Rose total glücklich gewesen, mit der Schlager-Ikone und dann auch mit dem Udo Jürgens. Und wobei, mit Helene Fischer konnte er sich, glaube ich, nicht anfangen. Nein, nein. Auf jeden Fall war es so mit dem Udo Jürgens, er war derartiger Fan und einmal war der Heinrich Holzer dienstlich in Innsbruck und dort war dann der Udo Jürgens zugegen und gerade während dieser Reise ist der Georg sehr krank geworden als Kind und der Vater, der Heinrich, hat ihm dann ein Autogramm von Udo Jürgens mitbringen können und er hat mir gesagt, 2 Tage später war der Georg wieder pumperl gesund. Also es hat viel geholfen, scheinbar. Bleiben wir gleich am Land, wir gehen von Innsbruck nach Obertauern. Ja, dort haben sich oder tummeln sich die Skilehrer der Beatles zurückblickend auf den Film Help, der viele der Drehorte dort gehabt hat. Und der Georg hat es sich nicht nehmen lassen, diese Skilehrer, die es noch gibt, persönlich zu besuchen. She's got a ticket to ride. Die Filmsequenz zu Ticket to Ride ist sicherlich die berühmteste aus dem zweiten Beatles-Film Help, gedreht im salzburgischen Obertauern. Nachdem die Beatles, wie in England ja fast üblich, nicht so viel Ahnung vom Skifahren gehabt haben, sind sie für einige Aufnahmen von einheimischen Doubles ersetzt worden. Gerhard Krings war George Harrison und Herbert Lürzer Paul McCartney. Man hat gewusst, dass es eine gute Gruppe sein soll oder ist. Aber wir waren keine Fans, aber uns hat einfach die Arbeit interessiert und wir haben es bestimmt nicht bereut. Auch heute noch sind die beiden immer wieder auf Skiern unterwegs und sie kennen noch unzählige Anekdoten. Auf einmal bleibt der Bus stehen und Dirndl stürmen herüber, wollen Autogramme und die echten Beatles haben es uns weitergegeben. Und ich habe unterschrieben George und habe aber nicht gewusst, dass ich Harrison heiße. Die echten Beatles. Harrison. Ja, also da haben wir sehr gelacht, wie er diesen O-Ton mitgebracht hat. Also das war großartige Unterhaltung. Die echten Beatles, wie gesagt, jetzt hier bei uns. You've got to hide your love away, Tom. Ich glaube, das ist vom Help-Album, oder? Das ist ein Klassiker, leider selten gehört oder seltener gehört. Muss man, glaube ich, ändern, oder? Mhm, haben wir hiermit geändert. Apropos Klassiker. Da gibt es ja bei uns Kolleginnen und Kollegen, die stehen unglaublich auf die Doors. Und soll nicht es nur, geben. Soll nicht es nur der Georg, ja. Nämlich die Caroline Bogdauer. Mhm. Also ich habe den Georg natürlich aus der Arbeit gekannt, aber eigentlich viel mehr privat als beruflich. Ich war nämlich mit dem Georg in der Schule, also zwar nicht im selben Jahrgang, aber wir haben uns immer sehr gut über unsere ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer unterhalten. Und da haben wir viel gemeinsam gelacht, aber auch geschimpft, wie das halt so ist, wenn man über die Schule redet. Sowas verbindet einfach. Und dazu kommt noch, dass wir logischerweise auch nah beieinander gewohnt haben. Und lange bevor wir uns bei Radio Wien wieder getroffen haben, sind wir uns schon in den Lokalen in unserer Gegend im 4. Bezirk über den Weg gelaufen, allen voran in der Gitarre in der Kolschitzki-Gasse im 4. Bezirk oder wie der Georg immer gesagt hat, im Gitarre. Ich werde den Georg als unfassbar coolen, leibernden Typen in Erinnerung behalten, der unglaublich sympathisch und immer freundlich war, mit dem mich nicht nur das Funkhaus verbindet, sondern das gemeinsame Grätzl und auch unsere gemeinsame Schule. Georg, mach's gut. Im Café-Restaurant Gitarre haben wir doch mal einen oder anderen Glühwein oder Kamillentee getrunken oder was auch immer. Das fällt unter Zensur jetzt, oder? Darum sagen wir es auch nicht. Aber die Doors bleiben ein Thema natürlich. Der Titel heißt People are Strange. Zum Gedenken an unseren Kollegen Georg Holzer, der diese Woche leider viel zu früh verstorben ist, spielen wir noch eine Viertelstunde lang seine Lieblingsmusik hier bei uns auf Radio Wien. Ich glaube, Tommy, er hätte seine rechte Freude daran jetzt, ja?
Ja, also das Herz oder der Pulsschlag wäre natürlich in die Höhe geschnellt. Und was jetzt Musik betrifft, wir haben zuerst den Martin Lang gehört, den er Georg oft beraten hat musikalisch. Aber wir haben noch einen Kollegen, der quasi in der Rock'n'Roll-Realschule des Georg Holzer Platz nehmen musste. Das ist der Bernie Weisinger. Unser Triathlet so nebenbei. Lieber Georg Holzer, ich möchte es ganz kurz machen. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, von dem ich so viel über Musik gelernt habe und der mir so viel über Musik erzählt hat wie du. Und das immer auf Augenhöhe. Hör damit bitte nicht auf und bring denen im Rock'n'Roll-Himmel auch noch was bei. Ich bin nämlich sicher, du kannst das. Danke, lieber Georg Holzer. Im wahrsten Sinn des Wortes, Jerry Lee Lewis. Ich glaube, so geht's so im Rock'n'Roll-Himmel. Ja, also und da hätte er sicher die Schultern bekommen wieder, der Georg. Ein Rock'n'Roller, wie er im Buche steht. Oh ja. Kollegin Uli Dobesch, Wien heute war auch mit Georg Holzer sehr verbunden. Wenn ich an den Georg denke, dann natürlich berufsmäßig an unsere gemeinsamen Live-Einstiege. Ich im Studio als Wien heute Moderatorin, er draußen bei einem Konzert und eine ganz kurze Vorbereitung, Abstimmung davor. Georg, was tut sie da draußen? Und der Georg hat dann immer irgendwas Überraschendes gemacht. Überraschend nicht nur für unsere Zuseherinnen und Zuseher, sondern auch für mich als Moderatorin. Das heißt, ich habe immer etwas mitnehmen können, das mich beschäftigt hat im Nachhinein. Und was uns privat verbindet oder ich muss leider sagen verbunden hat, das ist unsere gemeinsame Liebe zu David Bowie. Und ich hoffe, der Georg und der David sitzen gemeinsam wo auch immer und jammen und haben es gut und machen Musik und haben ganz viel Freude dabei. Alles Gute, Georg. Danke, Uli. David Bowie ist unser Thema in diesen Minuten jetzt dann. Das war wirklich, glaube ich, einer seiner ganz großen Lieblinge. Ja, also auch, wenn man hört, was aus dem Elternhaus kommt, Vater Heinrich, Mutter Hanne, also David Bowie, ein wirklicher Held, wie es so schön heißt, für den Georg. Robert Jahn. Es gibt manchmal im Leben Begegnungen mit Menschen, die einem sofort unglaublich sympathisch sind und bei denen man auch sofort das Gefühl hat, was für eine Freude, dass mir diese Person über den Weg gelaufen ist. Der Schurl war so einer. Als wir uns zum ersten Mal nach Feierabend in der Kantine bei einem Bier getroffen haben und ins Reden gekommen sind, wurde es noch ein sehr langer, wunderbarer Abend. Wir sind schnell auf einige Gemeinsamkeiten draufgekommen, beide im Kinderprogramm angefangen, er bei Konfetti TV, ich im Junior Radio Wien, beide eine große Leidenschaft für die Musik und weil wir fast im selben Alter waren, auch für dieselben Musiker und Bands, allen voran David Bowie, den wir beide sehr verehrt haben. Und dann war da vor allem sein Humor, der uns auch sehr verbunden hat. Ich weiß noch, wie ich Tränen gelacht habe, als der Schurl, der ein unglaublicher Rolling Stones-Fan war, einen Live-Einstieg vor dem Konzert der Steine für Wien heute gemacht hat. Und das in einem ABBA-T-Shirt. Und er war da konsequent, denn als er mir dann irgendwann erzählt hat, dass er am nächsten Tag als Reporter zum Rammstein-Konzert geht, habe ich nur lapidar und eher im Spaß gesagt, du, ich hätte da noch ein Kylie Minogue-T-Shirt, das könnt ihr stehen. Ja, und wer den Schurl gekannt hat oder damals wie ihn heute gesehen hat, er hatte das T-Shirt am nächsten Tag natürlich an. Ja, und dann gab es noch den Tag, an dem wir beide beim Mittagessen waren und festgestellt haben, dass wir dem 50er jetzt schon näher als dem 40er sind und vielleicht mal wieder was für unsere Körper tun sollten. Gesagt, getan, am nächsten Tag haben wir beide uns in einem Fitnessstudio eingeschrieben und immerhin 2 Jahre brav gemeinsam trainiert. Genau dafür habe ich den Schurl geliebt. Für seine Unkompliziertheit, sein unglaublich warmherziges Wesen, seinen Umgang mit Menschen frei nach Leben und Leben lassen. Und vor allem auch dafür, dass er über sich selbst lachen konnte. Lieber Georg, du warst nie ein Blender, ein Wichtigtuer oder einer, der mit Ellbogen im Beruf gearbeitet hat. Du warst einfach einer der großartigsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Und du fehlst mir jetzt schon wahnsinnig. Und falls du ihn siehst, lass David Bowie von mir grüßen. Eine Stunde im Gedenken an Georg Holzer. Unser Kollege Georg Holzer ist diese Woche verstorben. Eine Stunde zu seinem Gedenken. Mit Tommy Vitera und Christian Ludwig, Tommy, glaube ich, auch im Sinne der Familie, wir wünschen uns alle herzliches Beileid und viel Kraft in diesen schweren Zeiten. Danke, Tommy Vitera. Danke. David Bowie als Kollaborateur sozusagen, als künstlerischer David Bowie und die Duette, die er gesungen hat. Und das ist jetzt eine Nummer aus dem Jahr 1985, David Bowie im Duett mit Mick Jagger, Dancing in the Streets.